Herzlich willkommen zurück zu Black Mirror. David, stopp, bleib stehen! Was? Was ist los? Siehst du es nicht? Zu deinen Füßen ein Abgrund. Ein Abgrund? Wovon sprichst du denn? Ich leite dich hinüber. Tu einfach, okay, was ich sage. Einen Schritt zurück und dann nach links. Bitte sei vorsichtig. Und jetzt? Einfach weiter nach links, oder wie? Stopp! Oh. Dreh dich nach rechts und geh langsam vorwärts. Nein, das ist nicht rechts, Junge. Geh nach oben. Oh Gott, jetzt bin ich gerade so aufgeregt, ich kann Stopp. Gar nicht mehr... Dreh dich nach rechts und geh langsam vorwärts. Ja, komm. Wie Stopp. Weit noch? Dreh dich nach links, dann gerade vor, aber sei vorsichtig. Links? Ja, es wäre schön, wenn du dann auch mal direkt nach links gucken würdest, Junge. Oh, was war das? Das war harscher. Lea? Oh, Wo ist er denn jetzt? Da oder da? Ach da, okay. Rory hatte recht. Wir kommen hier nur gemeinsam durch. Oh, scheiße. Nein, ich bin nicht deswegen... Vorsichtig. Ich bin nicht deswegen so ruhig, weil ich jetzt gerade etwas Schiss habe, hier runterfallen zu können. Das ist ja, ja, eine Gefahr, die man nicht Dank sieht, ist ne? Das vorbei. Rory hatte recht. Wir kommen hier nur gemeinsam durch. Ja, da war ich doch gerade am Hinlaufen. Vorsichtig. Oh, was will der jetzt hier immer? Gott sei Dank ist das vorbei. Wieso geht der dann immer zurück? Rory hatte recht. Wir kommen hier nur gemeinsam durch. Vorsichtig. Sag mal, ich denke, ich soll zu dem hingehen. Gott sei Dank ist das vorbei. Hä? Rory hatte recht. Wir kommen hier nur gemeinsam durch. Ich denke, ich soll zu dem hingehen. Warum bricht der dann immer unterwegs ab? Das verstehe ich nicht. Vorsichtig. Das verstehe ich jetzt wirklich nicht. Das ist doch jetzt affig. Gott sei Dank ist das vorbei. Es passiert nichts, aber gleichzeitig werde ich immer wieder zurückgesetzt. Ist das jetzt ein Bug oder was? Wir kommen hier nur gemeinsam durch. Ich verstehe es echt nicht. Ich verstehe es nicht. Ich bin jetzt genauso gelaufen wie eben auch. Jetzt sehe ich natürlich nicht, wo der ist. Gut, dass ich das nicht sehen konnte. Aber so bist du auch nicht darüber gelaufen, davon mal abgesehen.
Okay. Lea! Verdammt, es bewegt sich nicht! Und jetzt? Finden Sie einen Weg, das Tor zu öffnen? Finden Sie Andrew, das ist klar. Moment, hier oben sind wieder Runen. Okay, sollte ich mir die aufschreiben? Ich glaube, die sollte ich mir lieber aufschreiben, ne? Ich habe es irgendwo so im Gefühl. Moment, einmal das C. So. Dieses X. Das und das. Wobei ich mir jetzt nicht sicher bin. Nee, das sind nicht die gleichen, die ich vorher schon mal hatte. Okay, Hallo? Ich würde gerne was sehen. Was zum... okay. Moment, da war irgendwas. Ich kann die Statue nicht erreichen, aber meine Spiegelung... Ja, welche Statue denn? Hä? Ach so, nee, hier unten ist doch eine. Hä? Ich kann die Statue nicht erreichen, aber meine Spiegelung. Bin ich jetzt ganz ehrlich, verstehe ich jetzt gerade überhaupt nicht. Ist denn hier vielleicht noch ein anderer Weg? Ach, hier ist noch... Ja. Okay. Deine billigen Tricks halten mich nicht auf. Muss ich jetzt nach oben oder nach unten? Was zum... Deine billigen Tricks halten mich nicht auf. Was zum... Ach, das kennen wir doch hier. Ich soll sie nehmen, Vater? Aber wozu? Die gleichen Symbole wie im Dorf. Und auf dem Tor. Echt jetzt? Im Dorf habe ich mir, glaube ich, nur 4 markiert. Okay. Symbole. Hier sehe ich jetzt kein Symbol. Also folge ich jetzt mal der Tür mit dem Symbol und der Tür mit dem Symbol. Hä? Da komme ich wieder zurück. Verdammt. Ich muss irgendwo falsch abgebogen sein. Okay. So, Rune. Das ist nicht die Rune, die ich gerade eben aufgeschrieben hatte. Moment, am besten schreibe ich mir das jetzt generell mal auf. Also, das ist erstmal die eine Rune gewesen, dann dieses komische C. Das scheint... Verdammt. Ich muss irgendwie... Was macht der denn hier? Sein. Wieso geht der mal wieder zurück? Also, das habe ich mir aufgeschrieben. Dann dieses C habe ich mir aufgeschrieben. Dann gehe ich wieder zurück. Verdammt. Ich muss irgendwo falsch abgebogen sein. Ganz ehrlich, ich verstehe es irgendwie überhaupt nicht. Muss ich hier vielleicht links rum? Nee. Das war der Ausgang. Okay. Also, hier unten kann ich auch nirgendwo mehr hin, oder? Rune, Rune. Nein!
Geh da jetzt bloß nicht durch. Ich will erstmal hier gucken. Da haben wir aber nur den Raum mit einer Rune. Ah, Moment, hier ist noch eine Rune. Verdammt. Ich muss irgendwo falsch abgebogen sein. Okay, beim ersten Mal muss ich da anscheinend doch durch. Also Rune. Rune? Nein! Och. Jetzt gilt das nicht mehr, oder? Beim ersten Mal dadurch. Beim zweiten Mal dadurch. Keine Ahnung, was ich jetzt gemacht habe, aber ich bin auf jeden Fall durch. Nummer 1. Ernsthaft? Wir brauchen noch mehr? Das heißt, ich muss jetzt für die andere Seite auch noch was suchen. Na toll. Das heißt wieder hier durch. Okay. Warum ist der Raum jetzt richtig rum? Funktioniert das so wie bei Harry Potter? Das ist schon mal geil. Haben wir den jetzt auf den Spiegel geholt oder was? Hoffentlich bin ich nicht zu spät. Und jetzt? Der Spiegel. Der schwarze Spiegel. Ah, David. Wie schön, dass du zu uns stößt. Ich wusste, du würdest herfinden. Lass die anderen gehen, Andrew. Das geht nur die Familie etwas an. Nur uns echte Gordons. Du hast ja so recht, lieber Cousin. Das ist eine Familienangelegenheit. David! Mit solch billigen Tricks lasse ich mich nicht abhalten. Reiß dich zusammen, Master David! Master David, warum haben Sie mich sterben lassen? Du hast die Familie entehrt. Als ich die Chance hatte, Bürschchen. Du siehst das Gesamtbild nicht, David. Diese Familie, dieser Clan, war einst mächtig genug, die römischen Legionen aus Schottland zu verjagen. Diese Macht kann wieder uns gehören. Und dabei wurde ein Dorf voller Unschuldiger ausgelöscht. Ich will das ebenso sehr wie du, Andrew. Aber glaubst du wirklich, was aus Edward geworden ist, kontrollieren zu können? Du warst immer eine Enttäuschung für mich. Du bist ein Nichts. Hallo? Sollte ich nicht drücken? Doch. Wir brauchen Edward nicht. Wir finden einen Weg, den Spiegel zu kontrollieren. Du und ich gemeinsam.
Ich halte wenig von deinem Mangel an Respekt vor meinem Vater. Vor einem der größten Gordons, der je gelebt hat. Was muss ich tun, um das Ritual zu vollenden und Edward zurückzuholen? Nicht viel. Nur ein paar Tropfen Blut. Kann ich mich nicht irgendwie anders entscheiden? Gib mir das Messer. Ich tue es selbst. David, mein lieber Cousin, du musst mich wirklich für schwachsinnig halten. Na, schwachsinnig ist nicht direkt das richtige Wort, aber... Mein Vater, kann man ihn auch zurückholen? In meinen Adern fließt reines Gordonblut. Sobald mein Vater frei ist, gibt es nichts, das wir nicht tun können. Also gut, dann gemeinsam. David, nicht! Schweig, Weib! Nein! Alles in Ordnung? Ja, ja. Mach es bitte ab. David? Du gehörst mir. Mir! Reicht das, wenn ich nur einmal drauf drücke? Ich bin gerade wie bekloppt hier am Draufhämmern. Soll ich länger gedrückt? Nee. Wir sollten hier verschwinden. Oh ja. Ich schätze, da wird längerfristig keiner mehr drin wohnen. Ruhe in Frieden, Rory. Wenn so etwas möglich ist. Was, du zweifelst daran? Alles, was hier geschah. Ich bin Wissenschaftlerin. Ich glaubte nie an ein Leben nach dem Tode. Und jetzt gibt es nicht nur ein Leben, sondern auch das Böse. Mein Vater, Rory, Sie haben uns gerettet. Sie müssen Ihren Frieden finden und wir den unseren. In der Hoffnung erhält. Ja, das war Black Mirror. Wenn euch am Ende noch so ein knurrendes Monster begegnet ist, ich weiß nicht, wie laut es war, das war nur mein Magen, entschuldigt bitte, ich habe immer noch nichts gegessen, aber ich fand es irgendwie so spannend, trotz dieses einmalig zwar sehr heftigen, aber diesen zum Glück nur einmaligen Hängers da mitten im Spiel am Ende, fand ich das einfach nur sehr heftig von der Story her und war einfach nur gespannt darauf, wie es jetzt weitergeht und wie das Ganze jetzt wirklich ausgeht. Und
wollte jetzt keine Essenspause machen, wenn ich jetzt ehrlich bin. Also, Fazit des Spiels, beziehungsweise mein Fazit, habe ich ja gerade mehr oder weniger schon gesagt. Ich fand das Spiel richtig, richtig gut. Es ist jetzt, glaube ich, mein zweites 3D-Point-and-Click-Adventure, wobei, ja, so ein richtiges Point-and-Click ist es jetzt nicht. Also bei Subiria war es ja noch ein bisschen anders, glaube ich. Da hat sie sich nur bewegt, wenn man geklickt hat, wenn ich mich richtig erinnere. Und hier war es ja schon so, dass man so ASWD halt benutzen musste und ich sag mal, es war aber nicht schlecht. Also hätte ich das im Vorfeld gewusst, hätte ich vielleicht sogar das Gamepad lieber benutzt, weil beides ein bisschen holprig natürlich ist von der Steuerung her. Aber es war auf jeden Fall wirklich nicht schlecht, wie das Ganze gemacht worden ist. Storymäßig, ja, war es halt sehr düster. Ich meine, gut, storymäßig kann man eigentlich von so Horror-Games oder Horror-angehauchten Games jetzt nicht so viel verlangen, sage ich mal. Das ist meistens nicht so eine tiefgründige Story. Aber dafür muss ich sagen, fand ich die Story sehr, sehr gut. Ja, da muss ich ganz ehrlich sagen, dieses eine Spiel, was ich zuletzt gespielt hatte, ich komme gerade nicht mehr drauf, das ist eigentlich eine Trilogie, dieses Horrorspiel, was ich zuletzt gespielt hatte. Da war es ja eher so, ja, da sind halt hunderte, tausende Jumpscares drin gewesen, was das Ganze natürlich ein bisschen blöd gemacht hat von der Umgebung her. Und hier war es wirklich die Atmosphäre, die es zwar nicht gruselig gemacht hat, also gruselig fand ich es jetzt nicht so wirklich, aber die es schon sehr düster gemacht hat und die einen dann, oder mich dann zumindest, schon sehr in den Bann gezogen hat. Also da definitiv Daumen nach oben, dass ich das Spiel jedem nur empfehlen kann. Gut, die eine Sache, wo es diesen Fauxpas gab, dass, ja, das Spiel eingefroren war. Eingefroren kann man noch nicht mal sagen, weil die Leute haben sich ja noch bewegt. Aber das verzeihen wir den Leuten dann auch. Also es hat dann letztendlich, falls ihr das Spiel selber mal spielen wollt, es hat dann letztendlich funktioniert, dass ich einen alten Speicherstand geladen habe. Ich glaube, es war sogar das automatische Speichern. Es war dann ungefähr an der Stelle mit dem Globus, wo der automatisch gespeichert hatte. Und von da an habe ich das dann nochmal neu gespielt und das funktionierte dann offensichtlich. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich will jetzt auch nichts weiter zu dem Spiel sagen. Ich hoffe, euch hat das Spiel auch gefallen und natürlich auch das Let's Play dazu. Und wenn ihr gerne so, ja, gruselig will ich jetzt nicht sagen, aber gruselige oder mysteriös angehauchte Sachen sehen wollt, egal ob jetzt als Point-and-Click oder als andere Spiele, schreibt es mir doch einfach in die Kommentare. Vielleicht kennt ihr ja noch das ein oder andere Spiel, was ich noch nicht kenne. Ich habe noch einige Sachen vor mir, die ich jetzt noch in Angriff nehmen werde. Und im Januar, in 3 Wochen, glaube ich, war es ungefähr, kommt auch noch ein neues Horror-Game raus, was, ja, denke ich mal, ähnlich aufgebaut ist. Es ist kein Point-and-Click, muss man dazu sagen. Also es kam so ein bisschen rüber, laut der Vorschau, wie so ein Action-Adventure mehr. Aber ich bin wirklich gespannt. Also da könnt ihr euch definitiv direkt Anfang des neuen Jahres auch drauf freuen, dass dann wieder ein neues Horror-Game hier als Let's Play veröffentlicht werden wird. Bis dahin bedanke ich mich erstmal fürs Zuschauen und hoffe wirklich, wir sehen uns dann im nächsten Let's Play wieder. Bis dann. Ciao.